Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist LaserMP und wir spielen heute Lilis Insel von Vanilla Burp. Vanilla Burp. Und für alle, die es nicht wussten, Vanilla Burp ist ein Dude, der angefangen hat, Maps für die Java zu machen. Und mittlerweile hat er ein eigenes Studio und macht Bedrock Maps. Sehr, sehr cool. Wir legen los. Okay, wir sind wohl in unserem Heim hier und ich mag den Texturen-Look sehr gerne. Es hat so was richtig Comic-Zelda-mäßiges. Und finde ich voll gut. Wir haben eine Eisenaxt und eine Eisenspitzhacke. Das niedlichste Eichhörnchen der Welt. Es heißt Manu. Hallo, Manu. Hallo, Miss Lili, glaube ich, ne? Es hat mich eine Weile gedauert, um dieses kleine Stückchen Land zu finden. Ich bin hier, um dir mitzuteilen, dass du den Preis des Party-Ruffle-Events gewonnen hast. Eine komplette neue Insel nur für dich. Spring in das Boot und du wirst einfach zur Insel fahren. Ein sicherer Trip. Mach dich davor bereit, ein paar Ressourcen mitzunehmen. Okay, also wir sollen wahrscheinlich den hier fällen, weil der glitzert so. Die Animation gefällt mir. Meine Axt ist kaputt, aber die Animation finde ich ja cool. Oh Mann, wie cool sieht das hier bitte aus? Und ist das meine neue Insel? Die ist ganz schön groß. Hallo, was müssen wir hier? Oh, hier müssen wir ein bisschen... Okay. Wir gehen zum Boot. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen, oder? Was haben wir hier? Kann ich das einfach... Ach, das kann ich so einsammeln. Okay. Ich habe gar keine Hand. Das ist ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Aber das... Oh, das Boot sieht auch cool aus. Warte, warte. Wir gucken erst mal kurz, ob hier irgendwo was ist. Nee, unsichtbare Wände. Nein! Okay, ab ins Boot. Oh, guck mit der Truhe hier hinten und so, ne? Ich kann mich noch nicht bewegen. Da kommt das Boot. Lily Island. Ein Heim vor dem Winter. Wir müssen nämlich diese Insel für uns und alle Tiere ready machen, bevor der Winter kommt, weil sonst erfrieren wir. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr lustige Idee, weil das ist so kleiner Impact irgendwie. Könnte auch vielleicht zwei Folgen gehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Map ist. Wir müssen mal gucken. Aber jetzt sind wir hier. Und was mache ich hier jetzt? Aber ich glaube, wir müssen einen Weg nehmen. Ich glaube, wir müssen diesen Weg hier nehmen. Der sieht nämlich aus wie so ein richtiger Weg. Lass mal gucken. Farm, Minen, Holz und zu Hause. Und fischen können wir... Okay, cool. Heimat, ich komme. Okay, hier ist nichts. Muss ich das noch aufbauen? Hallo, wer bist du denn? Hallo, Tim Cranny. Der Winter kommt. Oh nein, ich bin noch nicht bereit. Was mache ich denn jetzt? Wo kommst du denn her? Ich bin Tim Cranny. Der kalte Winter kommt und wir haben kein Zuhause, keine Eicheln. Gar nichts. Helf mir beim Erkunden der Insel und bekomme 3.500 Ressourcen. Ja, das mache ich gerne. Aber gibst du mir auch Tools? Oh, okay. Jetzt haben wir die schon mal. Tims Ziele vor dem Winter. Erkunde die Mine, upgrade die Farm, crafte einen Fishing Dock und integriere eine Baumfarm und bau ein Haus. Ressourcen, die bekommst du überall auf der Insel, wenn du verschiedene Gebiete upgradest. Bauen wir unsere Insel auf und helfen den Tieren dieser Insel. Ich glaube, wir müssen wirklich erstmal unten die Farmen aufbauen. Wir fangen also an mit... Ich nehme jetzt mal Lumber, ne? Wir nehmen mal Holz. Wir gehen mal hier rum und schauen mal, ob wir irgendwie schon Holz farmen können, Holz anpflanzen können irgendwie. Ach, guck mal, da ist ein Bäumchen. So. Ich will nicht sagen, der Baum ist so klein, aber... Ach, da wächst ein neuer. Okay, und wir müssen halt mehrere Bäume hier hinkriegen. Okay. Gehen wir mal hoch zu Tim und schauen mal, was wir für unsere Ressourcen bekommen. Gib Ressourcen. You don't have a nest. Ach, 3.500 muss ich sammeln. Ich dachte, die muss ich quasi... Die kriege ich, wenn ich die Insel mal erkundet habe. Dann brauchen wir noch 1.000 Ressourcen. Yeah, ich fäll einen Baum. Ich sammle Stein. Einer geht noch rein. Jetzt haben wir genug Ressourcen. Tim, ich habe die Ressourcen. Tim. Tim, hier. Yay. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Der kleine süße Tim. Tim, was machst du? Eine Feuerstelle. Okay, cool. Wow, ey, das sieht so cool aus. Ich finde, die Blöcke sehen super gut aus. Also, das könnte echt schon ein anderes Game sein. Finde ich sehr cool. Was haben wir hier? Ein Haus-Workbench, okay. 3.500 Ressourcen für ein Basic Hut und ein Visitor. Okay, Craft. Kann ich aber nicht. Ich habe nicht genug Ressourcen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder sammeln, damit wir mit den nächsten 3.500 dann schon mal unsere
Hütte oder Besucher ausbauen können. Und ich denke, als Besucher kriegen wir auch weitere Eichhörnchen, die uns weitere Aufgaben geben. Was bist du denn hier? 2000 Ressourcen, Basic Fans und zweiten Baum. Okay. Was können wir hier jetzt? Können wir hier jetzt auch was machen? Ist hier jetzt auch irgendwie so ein... Ah, da ist so ein Stand. Lass mal gucken. 3000 für einen Eingang in die Mine, Eisenerz und ein weiterer Stein. Ich finde das voll gut, dass die Dinge auch unterschiedlich sind. Also nicht nur so, ja, noch ein Stein, noch ein Stein, noch ein Stein, noch ein Baum, noch ein Baum, noch ein Baum, noch ein Farmfeld, noch ein Farmfeld. Die voll gut hier. So, zack. Ich glaube, wichtig ist es hier, das beste Movement zu haben. Weil die ganze Zeit hoch und runter rennen und dies und jenes, das dauert halt wirklich ewig. Und deswegen gucken wir mal, wie lange so ein Baum braucht. Oh, guck mal da unten. Island Progression. Wir sehen, wie weit wir mit der Insel sind. Ich glaube, wenn das Level voll ist, dann haben wir alles, ne? Aber war das nicht nur 2000 für einen Baum? Jetzt haben wir da hinten einen zweiten Baum. Okay, warte. Kann ich hier so? Yo. Sehr gut. Einmal... Runde zu farmen. Danke, 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 danke. Und jetzt sind wir hier. Voll gut. Bäumchen, bist du fertig? Nein, bist nicht fertig. Der ist auch noch nicht fertig. Oha, okay. Das dauert halt mehr als eine ganze Runde. Hallo Baum. Oh, er ist fertig, okay. Aber ich glaube, wir sollten doch eher eins nach dem anderen upgraden. Vielleicht kriegen wir dann eine neue Quest. Und das fände ich, glaube ich, ganz gut. So, okay, warte. 3000 habe ich ready. Was können wir hier jetzt machen? Zack. Okay, was wächst hier jetzt? Das nächste kostet 7500. Und Materialien für ein Gewächshaus. Okay, das ist ja cool. Oh, wer bist du denn? Lady Hops. Oh, ist die süß, Lady Hops. Uff. Ich bin endlich gelandet. Warte, das ist nicht Bunnyland. Oh, no, 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 no. Sie ist auf der falschen Insel gelandet, offensichtlich. Zeig mir mal, wie die Dinge hier so funktionieren und ich kann dir helfen. Okay, das können wir machen. Warte, Track. Wir müssen 30 Crops sammeln. Also hier. Einmal. 2, 3, 4 pro Runde. Oha, das dauert. Okay, okay, okay. Dann gehen wir erstmal weiter. Wir müssen ja wieder Bäume machen und so. Ne? Wir müssen ja auch die nächsten Level upgraden. Wir können ja nicht nur mit den kleinen Little Bunnies hier rumhängen und ein bisschen chillen. Das geht nicht. Und was machst du so in deiner Freizeit? Also ich renne hier stundenlang im Kreis und ziehe virtuelle Muscheln aus virtuellem Sand. So, die Mine ist dran. 3000 Ressourcen, ein Eingang, eine Mine, Eisenerz und noch ein extra Stein. Boom. Okay, jetzt haben wir hier das Eisenerz, glaube ich. Ne? Wir nehmen mal den hier. Das müsste Stein sein für 150. Yep, und hier. 250, okay. Jetzt fehlt uns nur noch Fischen, ne? Aber Fischen war 6000, das war halt richtig teuer. Ich guck mal, wenn wir die Quest hier fertig machen. Ich glaube, dass die dann automatisch die Crops einsammelt, weil dann haben wir ihr gezeigt, wie das geht. Und dann kann die für uns hier sammeln. Verstehst du? Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist wirklich gut. Jetzt haben wir 12 von 30. Oh Mann, ey, das dauert aber lang. Die Bäume wachsen viel zu langsam. Ich meine, die bringen viel Geld, aber die wachsen richtig langsam. Der Baum ist weg. Hier war doch ein Baum. Der Baum ist einfach weg. 1920 haben wir jetzt. Oh Gott, das dauert ja. Wir können aber gleich das Fischen upgraden. Das sollten wir gleich auch mal machen. Ey, wenn das Fischen jetzt nicht die fette Kohle bringt, ne? Weil das ist halt richtig, richtig teuer direkt am Anfang. Gibt es hier irgendwie Neues? Gibt es hier einen neuen Hasen? Nee. Nächste Level 6000. Fishing hat größere Fische und einen längeren Fishing. Hier. Kann ich mich jetzt hier so... Da. Oh! Das ist ja cool gemacht. Das ist ja... Oh, wow. Okay, das bringt viele Punkte. Das dauert zwar immer, bis die Fische wiederkommen, aber jetzt habe ich schon wieder 4000 Punkte? Okay, das ist cool. Oh, ich habe was vergessen. Wir müssen doch auch unser Haus bauen. Wir haben jetzt jede Stufe einmal ausgebaut, außer unser Haus. Das heißt, wir könnten ja mal das Haus bauen. Okay. Craft. Wer bist du denn? Little Lily. Die sind ja alle süß. Ich liebe Acorns, also Eicheln. Und die motivieren mich. Wir sollen 30 Stück sammeln. Wir haben 35 Sonnenblumensamen. Ach so, das sind ja gar keine Acorns. Oh, 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 oh. Entschuldigung, mache ich. Danke, tschüss. Wo kriege ich den jetzt her? Muss ich vielleicht dafür die Baumfarm erweitern oder so? Schauen wir doch erstmal, ob der zweite Baum wieder da ist. Der zweite Baum ist nicht, den gibt es nicht mehr. Was ist das denn? Wir müssen das eigentlich hier mal upgraden, um zu gucken, ob hier Craft...
ob jetzt alle Bäume neu da sind. Hier ist ein Baum, da ist ein... Hier sollte eigentlich ein Baum wachsen. Da ist ein Baum, okay. Jetzt haben wir einen Baum weniger, das ist ja voll Schiebung. Bisschen blöd, dass der Baum da fehlt, muss man mal sagen. Okay, yay! Ich hoffe, wir finden noch so geheime Orte oder so. Weil sonst wird das Leben retten hier echt anstrengend. Ihr müsst unbedingt warten, bis Blüten an dem Baum sind. Auch wenn es vorher schon so grün sprenkelt oder grüne Partikel da sind. Aber ihr seht, noch wächst der Baum. Wenn ich jetzt drauf haue, wäre weg für immer. So, guck, jetzt sind schon Partikel. Da habe ich drauf geklickt und hat nicht funktioniert. Jetzt kann ich draufklicken. Ich glaube, wir haben noch nicht alles, ne? Nee, wir brauchen noch zwei Weizen, toll. Aber wir können die Mine schon mal ausbauen, habe ich gesehen. Zack, einmal hier. Puh, und da nochmal. Immer erst alles abbauen, weil danach wächst es neu. Mine für eine neue Höhle, Golderz und große Steinerze. Boom. Wie cool ist das denn? Und wie viel bringst du? 300, nice. 600 für das Golderz, okay. Ich glaube, die Mine macht am meisten Sinn. Weil hier einfach von hier vorne bis hinten hin schon 1000 Steine und Erze sind. So 29, 30. Jetzt haben wir es geschafft. So, complete. Du hast 1000 Ressourcen bekommen und ein Acorn. Ah, cool. Mann, was upgrade ich denn jetzt? Upgrade ich das hier nochmal? So, tiddly. Kann ich das nochmal upgraden? Ja, klar. Picnic Table, Garten, Outdoor, Ofen. Tiddly. Oh, es gibt keine Workbench mehr. Wir sind fertig hier oben. Und du bist wer? Oh, Hut. Guck mal, Hut. Ich brauche dich. Du musst diesen Brief überbringen. Ja, aber an wen? Wo muss der Brief hin? Ich weiß noch nicht, wo der Brief hin muss. Ah, oh, da ist Bella. Hier muss der Brief, glaube ich, hin. Das ist auch eine Eule. Hier, Bella, Brief von Hut. Du hast Huts Brief überbracht. Sag ihm Bescheid, dass dein Brief angekommen ist. Okay, machen wir. Okay, ich guck mal upgraden hier. Warte. Zack, boom, so. Das sieht ja cool aus mit diesem kleinen hier Rettungsring und so. Das ist ja mehr. Wer bist du? Crab Master! Okay, was will er denn? Ah, wir müssen seine Freundin finden. Irgendwo bei der Farm wurde sie zuletzt gesehen. Darf ich angeln? Nö. Was ist denn das für ein langer Cooldown, Mann? Okay, dann gehen wir einmal zur Farm und gucken, ob wir seine Lobster-Freundin finden, seine Hummer-Freundin. Und wenn wir alle Quests gemacht haben, dann haben wir auch genug Ahorn für unsere Little Lily unten. Ach ja, deinen Brief habe ich ja auch abgegeben. Warte, Hut, complete. Oh, du hast 300 Ressourcen und ein Ahorn bekommen. Hast du sie gefunden? Ist sie schon hierhin unterwegs? Die steht schon neben dir, du Beppo. Oh, wir können zurück zu unseren Fischen. Wir bekommen also Bescheid. Das ist ja sehr gut, dass wir da Bescheid bekommen. Trotzdem würde ich, glaube ich, einmal zur Farm. Lass mal gerade die Farm upgraden. Upgeraden, 7500, zack, boom. Wo sind die Materialien für ein Greenhouse? Habe ich das im Inventar? Nein, habe ich nicht, toll. Ich will ein Greenhouse. Was ist denn hier los? Was kostet das nächste Level? 10.500 und dann kriegst du erst das Greenhouse. Oh Gott, ich gehe ja schon sammeln. Vielleicht sollte ich eher die Mine upgraden als das hier. 8.000 für die Mine, boom. Gibt es noch... Oh, muss ich jetzt hier runter? Nochmal Gold, was ist denn hier... Bin verwirrt. Gibt es hier nichts Neues? Bisschen schade, ne? Okay, egal. Wir gucken mal, was das nächste Level kostet jetzt. 16.000. Greenhouse. Boom. Nein, jetzt haben wir ein Greenhouse und wir kriegen auch Tomatenpflanzen. Ich weiß zwar noch nicht, wo. Sieht eigentlich hier noch nichts Tomatik aus, aber cool. So ein kleines Greenhouse. Ja, ja, das sind die Tomatenpflanzen. Okay. Mal gucken, wie viel die Tomatenpflanzen bringen, weil vielleicht lohnt sich so ein Greenhouse dann doch. Tomatos. 400, 400, 400 und 400. Okay, das ist schon ganz gut, weil es wächst ja auch echt recht schnell, glaube ich, ne, oder? Ah, ich glaube, alles lohnt sich irgendwie, sobald es ein bisschen größer ist, ne? Aber wir gehen nochmal fischen. 9000 für Exotik, seltene Fische, Deepwater, Korallen, freundliche Krabben. Okay, war es das? Kann ich nicht weiter upgraden? Ich glaube, ich kann nicht weiter upgraden. Es gibt nichts mehr, ne? Okay, ist denn hier hinten jetzt irgendwo tropische Fische? Ich will tropische Fische. Yay! So, hier unten nochmal und dann können wir die Mine mal upgraden. Und gucken mal, wie viel so Diamanterzen so bringt. Weil ich glaube, die Mine ist wirklich am effektivsten von allen. Und boom! Nice. Cool. Also optisch kann man nicht sagen, ne? Optisch ist das sehr, sehr cool hier. Weil kommt man hier auch nicht mehr raus, ne? Man rennt hier so viel in der Gegend rum. Da muss man schon schauen, wo man bleibt. Ach ja, hier Redstone, ne? 800, okay. Das ist gut. Minenbrüder! Okay, cool. Das sieht auch mega aus. Oh! Oh, wie sehen die denn aus?
Und mit dieser Brille, die sind ja cool. Unsere Aufgabe ist es, in der Mine all die Erze zum Ressourcenpunkt automatisch zu bringen. Ich brauche einen Kaffee, ich brauche eine Teepause. Willst du mir helfen? Okay, 10 Ruby-Erze. Ja, aber ich dachte, die machen das jetzt für mich. Was sind das denn für Minenbrüder? Schauen wir nochmal auf der Farm vorbei, ne? Vielleicht müssen wir da noch ein Gewächshaus bauen und so. Wir haben ja die Mine jetzt fertig, wir haben oben das Holz fertig. Und auf der Farm 18.000. Okay, ich habe gerade 14,5, das ist nicht so gut. Aber wir bekommen ja hier zumindest schon mal wieder 1600. Dann können wir hier noch ein bisschen einsammeln und dann sollten wir gleich eigentlich noch ein Grünhaus oder ein Gewächshaus haben. Neues Gewächshaus. Boom. Und wer bist du jetzt? Joji, hi Joji, wer bist du? Hast du jemals vom Vanilla Bob Market gehört? Das ist einer der größten Pharma-Market-Märkte in der Stadt. Und die haben ein großes Angebot an Produkten. Ja, was soll ich da jetzt machen? 30 Wheat, 30 Tomaten, 30 Pumpkins. Aber wir haben noch gar keine Pumpkins. Pumpkins bekommen wir mit weiteren 18.000 Punkten. Das sollte ja schnell gemacht sein in der Mine oder oben bei den Bäumen und beim Fischen. Und einmal alles abreißen, kriegen wir das nächste Level Farm. Boom! Yay! Scarecrows! Jetzt haben wir hier so Vogelscheuchen und jetzt haben wir auch Kürbisse irgendwo. Ist es das jetzt gewesen? Können wir nochmal was ausbauen? Oder oh, guck mal, mit Bienenstöcken und alles. Das ist schon cool gemacht. Komm. Okay, was bringt so ein Kürbis? Kann ich den auch einfach so? 800! Okay. Das ist gut. Jetzt haben wir auch 4 Kürbisse. Wir mussten von allem 30 sammeln, ne? Oh, wo kommst du denn her? Peggy! Oh, eine kleine Ente. Quack, quack. Wenn du 4000 Ressourcen mit mir tradest, kann ich dir den ganzen Korn geben. Habe ich das? Ja, warte, ich kaufe das. Boom. Habe ich jetzt irgendwo Mais? Er hat gesagt, er hat für mich Mais angepflanzt. Oh, das hier ist, glaube ich, mein Mais, ne? Und der ist noch nicht... Oh. Oh, und jetzt? 1000! Beste Mais. Wow, der wächst nach. Wie gut. Wie gut ist das denn? Jetzt brauchen wir noch 18 Kürbisse. Dann sind wir hier, glaube ich, fertig bei der Farm. Wir haben die Mine fertig. Wir haben das Holz fertig. Wir haben das, die Farm so gut wie fertig. Wir müssen noch fischen. Aber fischen war auch schon ready. Ach, jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich tropische Fische angeln, oder was? Ah, ich darf noch nicht. Ah, okay, man wird teleportiert. Ich dachte eben, man bleibt einfach, man spawnt halt neu auf dem Boot, aber... Okay, dann können wir gleich noch tropische Fische angeln. Dann gehen wir schon mal hoch. Nochmal zur Farm Kürbisse holen. Dann gehen wir hoch und fangen an, das Haus auszubauen. Weil wir haben ja alles fertig bis auf das Haus. Okay, Haus-Upgrade. Boom. Wow, das ist ja mal ein Schuppen. Oh mein Gott, die kleine Lilly. Kann ich glauben, dass du das gebaut hast? Das ist super aufregend. Kann ich hier mit dir leben? Bitte, bitte, bitte? Ja, kannst du. Nochmal. Gestrichene Wände und grundlegende Möbel. Wow. Oh, Elizabeth. Elizabeth ist auch neu. Hi, Elizabeth. Hallo, ich bin Elizabeth, Tims Innenausstatterfreund. Und kannst du mir 10.000 Ressourcen geben? Ich mach den Rest. Ja, hier. Okay. Das wird ja immer mehr hier. Die Little Lily hat jetzt hier ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Hast du das gehört? Das ist ein Geist. Das Haus ist verflucht. Little Lily hat Angst. Ist es vielleicht der Geist von irgendjemandem, der hier gelebt hat? Hast du irgendeine Idee? Nö. Okay, dann sind wir hier aber jetzt auch durch, oder? Ja, und was machen wir jetzt? Wir sind ja noch nicht fertig, ne? Wir haben das jetzt voll geupgradet. Wir müssen oben die Quest noch fertig machen. Wo ist der Lobster? Beanie! Was ist denn hier auf einmal los? Hier sind auf einmal so viele. Du hast nicht rein zufällig meine Lieblingsfrucht hier wachsen, oder? Orangen, sorry, ich meine Orangen. Ich liebe Orangen. Könntest du mir ein paar besorgen? Wie viele hätte er denn gerne? 20 Stück. Oh Gott, Mann, ich habe die doch schon alle gesammelt. Warum muss ich die denn neu sammeln? Habe ich vorher alles direkt in die Mülltonne geschmissen oder was ist los mit mir? Das bringt keine Orangen? Das sind doch Orangenbäume. Kann ich die vielleicht so... Ach was, ich kann die Orangen so abmachen, okay. Jetzt müssen wir erst wirklich sammeln. Vorher war nur Geld sammeln, jetzt müssen wir Ressourcen sammeln. Oh Gott, die Diamanten müssen wir auch noch sammeln. Wir müssen so viel sammeln. Wird ja noch voll das JRPG hier. Und einfach nur grinden wie so ein Bekloppter. Und ach ja, das Redstone müssen wir auch noch sammeln, ne? Das war der hier, glaube ich. Warte, 10 Stück, aber die haben wir jetzt. Okay, die haben wir jetzt schon mal. Sehr schön, hier. Zack, du hast 2 Acorn bekommen. Nice, und jetzt? Dankeschön, jetzt kann ich endlich meinen Afternoon-Tee trinken und... Oh. So, die letzten Kürbisse. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Kürbis, Kürbis. So, jetzt haben wir das auch fertig, ne? 30 Weizen, 30 Tomaten und Kürbis. Hier, bitteschön. Zack.
2000 Ressourcen und 2 Acorn habe ich wieder bekommen, also 2 Eicheln. Aber ich habe immer noch nicht den Lobster gefunden. Wo finde ich denn den Lobster? Den würde ich gerne noch finden. Sag mal, hier hast du einen neuen Tipp für mich. Leaving the farm area, maybe if you had a Bopikidia with lobster-related information. Okay, ja toll. Was ist denn hier? Ich habe nur einen Inselplaner. Ich habe kein Bopikidia oder was auch immer das ist. Warte, vielleicht müssen wir zu Hause im Internet gucken. Das klingt ja wie Wikipedia. 800. Nice. Boah, die bringt Kohle. Guck mal, Kohle. Eieieiei. Okay, wir gucken mal zu Hause ins Internet. Ja, habe ich hier irgendwo Internet? Sag mal, maybe irgendwo hier hinterm Haus? Nö. Okay. Dann gehen wir wieder für die Steine sammeln. Ich weiß echt nicht, wo der Lobster sein soll. So, die Steine haben wir fertig. Und jetzt gehen wir mal gucken, was wir dafür bekommen. So, Samantha. Ja, danke. Hier. Ein Acorn. Ja, aber die Lilly will doch immer... Ach, cool. Jetzt sind hier so Bewässerungssysteme, sehe ich ja erst jetzt. Jetzt deine Orangen, die haben wir gleich auch ready. Ja, die wachsen nach. Okay, zack. Das ist sehr gut, wenn die nachwachsen. Dann muss ich nicht die Bäume fällen. Weil so geht das Ganze ein bisschen schneller. So, jetzt haben wir schon mal 12. Das ist ganz gut. So, die Orangen haben wir auch. Juhu. Komm her. Bini, bitteschön. Nice. 1000 Ressourcen, ein Acorn. Aber wo könnte hier dieser Lobster sein? Er wurde zuletzt gesehen, wie er die Farm verlassen hat. Sucht auch nur einen Hummer. Ich gehe erstmal die Diamanten fertig farmen, ne? Weil das ist nur noch ein Run. Und dann fehlt sogar, glaube ich, wirklich nur noch der Hummer. 2 Diamanten noch. Tracken wir mal gerade die hier. Guck mal hier, na, 2 Diamanten. Dann haben wir das doch auch schon mal. Sehr schön. Bitteschön, deine Diamanten. Zack. So, nice. Oh, wer bist du denn, sag mal? Amy. Und die ist am Schlafen. Picky Pocket. Ich habe ihr einen Ahorn geklaut. Ich beklaue Eichhörnchen. Was bin ich denn für ein Typ, sag mal? Ich will gar keine Eichhörnchen beklauen. Was macht das Spiel denn hier mit mir? Ich weiß nicht, was jetzt noch fehlt. Also es fehlt noch der Lobster, ja. Aber ist das alles? Was ist das denn hier für eine Ecke, sag mal? Was ist das hier für eine Ecke? Erdbeeren. Trank der Geschwindigkeit. Final Letter von Fred. Tränke. Fred's Challenge. Lobster Facts. Oh Gott, da ist das Buch. Lobster werden in frischem Wasser ertrinken. Und sie mögen es, sich in Höhlen und Riffen und so zu verstecken. Warte mal, unten in der Mine vielleicht der Lobster? Na ernsthaft, habe ich hier irgendwo einen Hummer übersehen in der Mine? Ich bin hier schon so oft durchgewatschelt. Aber hier ist doch kein Hummer, oder? Lobster sehen schlecht, haben aber einen sehr ausgebildeten Sinn für Geruch und Geschmack. Also der muss sich irgendwo auf der Farm verstecken, weil die sehen schlecht, aber riechen und schmecken sehr gut. Der muss doch irgendwo hier sein. Lesen wir mal die anderen Briefe. Final Letter und Fred's Challenge. Hallo Wanderer. Wenn du das gefunden hast, heißt das, du hast die Insel erreicht. Ich habe lange auf dieser Insel gelebt und meine Seele daran gebunden. Der Geist. Lass mal gerade zu Fred's Schrein gehen. Der war hier unten, ne? Mal gucken, ob hier irgendwas machen können. Okay, ich bin maximal verwirrt. Ich bin jetzt schon seit einer halben Stunde hier am Suchen und ich finde einfach... Oh, come on. Come on, ich wusste es wirklich nicht. Was ist das hier? Ich komme hier nicht rein. Was ist das? Ein Piratenleben? Eine unbekannte Karte? Och, ehrlich. Ich habe es jetzt wirklich durch Zufall gefunden. Ich wollte gerade beschweren. All mein Gold und all mein Loot holen. Reich sein und alleine leben. Genau hier, wo niemand mich finden wird. Okay, dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Piraten-Hideout gefunden. Aber nicht das, was ich gesucht habe. Toll. Och man, Fred, was willst du von mir? Ist doch hier irgendwo, muss hier doch was sein. Irgendwas muss hier sein. Muss ich hier stehen? Warte. Warte. Was ist das hier? Habe ich es gefunden? Dieser kleine Marker auf dem Boden? Wo ist Fred? Und wie sieht Fred aus? Er ist ein Geist. Ich bin gespannt, wie man ihn gemacht hat, also umgesetzt hat. Fruchtsaft? Okay, es wird immer merkwürdiger. Und ein Gemälde von Fred. Ich habe Fred gefunden. Aber wo gehört das Gemälde jetzt hin? Ich habe jetzt mit Freds Gemälde die Schrift weiß gemacht.
Warum? Oh Mann, Fred. Ich habe keine Lust mehr. Fred, ja, den haben wir jetzt einfach auf so ein Schild geklatscht. Und den Hummer haben wir immer noch nicht gefunden. Aber ich finde die Map eigentlich ganz cool. Manche Dinge sind so... vielleicht ist da auch so ein bisschen das Englisch-Deutsch-Problem oder so. Aber wenn dir die Map gefallen hat, schreib es mir doch mal in die Kommentare. Like das Video. Und den Kanal kannst du auch kostenlos abonnieren. Ich sag vielen lieben Dank. Ciao. Mit V.